bin die Leonie Meyer, ich bin 23 Jahre alt und spiele seit 2013 beim FC Bayern München. Ja, ich bin auch ein sehr sportbegeisterter Mensch gewesen, wollte immer schon mich sehr viel bewegen und meine drei Brüder haben alle auch Fußball gespielt und somit bin ich dann eigentlich auf dem Fußballplatz dann auch aufgewachsen und war immer am Ball sozusagen. Ja, über Stärken muss ich sagen, rede ich jetzt nicht so gerne, das müssen eigentlich andere beurteilen. Wenn ich jetzt irgendwas sagen müsste, dann wäre es vielleicht meine Zweikampfstärke, was mich so besonders auszeichnet, oder auch, dass ich beidfüßig bin. Ja, ich bin eigentlich auch sehr gelassen, würde ich jetzt sagen. Etwas ruhigerer Mensch vielleicht am Anfang, sehr freundlich und hilfsbereit. Ich lache sehr viel, mit mir kann man auch Spaß haben, denke ich. Mir macht Kochen einfach an sich sehr viel Spaß und da kann ich einfach auch gut abschalten und auch die Zeit für mich so genießen. Und von daher nutze ich jede Gelegenheit, wenn ich auch mehr Zeit habe, dann irgendwas Besonderes oder was Spezielleres zu kochen. Ja, wir sind dann neulich mal irgendwie auf einer Auswärtsfahrt sind wir da drauf gekommen, dass wir das ja machen könnten. Und das haben wir erst vor ein paar Wochen haben wir da angefangen, also immer ein Themenwochenende oder Themenkochen zu machen. Und ich hatte jetzt neulich in zum Beispiel Frankreich gezogen und habe dann die andere WG eingeladen und da dann ein Drei-Gänge-Menü vorbereitet. Und ich denke mal, dass es allen ganz gut geschmeckt hat, hoffe ich zumindest. Also bis jetzt hat mich Neuseeland sehr fasziniert, allerdings war ich da wegen dem Fußball dort, also bei der U17-WM. Von daher bekommt man dann vom Land an sich leider nicht so viel mit, aber da könnte ich mir schon noch mal vorstellen, irgendwann hinzureisen und eine Rundreise dann dort auch zu machen. Ich mache noch ein Fernstudium nebenher, studiere Fitness and Health Management. Damit ist man dann auch sehr beschäftigt, hat viel zu tun. Also ich habe mir jetzt noch keine genauen Gedanken gemacht, was ich später machen könnte, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ich mal ein kleines Café eröffne und so in die Richtung irgendwas mache. Aber wie gesagt, das ist noch weit weg.